Genosse Sakajew wartet noch darauf. Belikow, haben Sie schon den Maulwurf? Bin mir fast sicher, dass Sakharov der Maulwurf ist. Sakharov? Das ist absurd. Wo sind die Beweise? Ich habe hier, falsch, aber hier ist der Beweis, dass Sakharov der Maulwurf ist. Wie konnte mir das denn nur entgehen? Sakharov wird bald hier vorbeikommen. Genau dann werden wir ihn festsetzen. Okay. Da ist Charkov. Okay, er kommt jetzt gerade. General Charkov, wie lange spucken Sie schon auf Mütterchen Russland? Wie bitte? Wissen Sie, mit wem Sie hier sprechen? Das tue ich. Ihre Orden werden Sie nicht länger schützen. Bitte leeren Sie Ihre Taschen aus. Oberst, sind Sie noch bei Sinnen? Gehen Sie nun darüber und heben Sie Ihre Arme. Wirklich? Tun Sie es einfach. Wollen Sie mich etwa so zu Fall bringen, Kravchenko? Wenn Sie Charkov festnehmen, hole ich mir seinen Bunkerschlüssel. Ich freue mich schon auf die Reaktion des Zentralkomitees. Ich auch. Gehen Sie nun in diesen Raum und halten Sie den Mund. Was Sie mir zu sagen haben, können Sie auch dort sagen. Okay, ich muss jetzt runter in den Keller und Adlers Team reinlassen. Uiuiui, das war was doch. Wie kann ich Ihnen helfen, Genosse? Alles klar, das eigentlich einfach, aber... Ich musste, also ich fand das anstrengend gerade. Aber so ist das nun mal. Okay. Provorov. Ilchowski. Hallo. Also lieber Karten spielen hier, ja? Okay, ich verstehe. Adlers Team braucht Uniformen, um sich zu tarnen. Ich sollte zwei Soldaten in den Tunnel locken. Hier, Belikow. Schick dein Sicherheitsteam zu mir in den Heizraum. Sofort! Mal schauen, was jetzt passiert. Ich hatte ja keine Wahl, oder? Mit dieser Karte kommt ihr mit dem Aufzug in den Bunker. Okay. Klingt, als wären sie jetzt da. Okay, ich locke sie durch und lenke sie ab. Ihr zwei macht den Rest. Alles klar, Belikow. Gleich mal. In Deckung. Kein Blut. Die Uniformen müssen sauber bleiben. Also kein Kopfschuss. Oh. Tam. Я нашел не запрудил две. Нету никакого оправдания твоей некомпетентности. У нас есть очень строгие протоколы. Что вы это придут против? Понятно? Au. Ich muss los, aber ihr solltet alles Nötige haben. Falls jemand fragt, ihr untersteht Kommandant Sobor. Alles klar. Kommandant Sobor. Hier, Waffen und Schlüsselkarte sind in der Tasche. Na, ich weiß nicht, vielleicht hätten wir die besser verstecken sollen. Also du willst die Tür aufmachen.
Alter, was ist das für ein Spruch? Ein Schachkopf. Hier, der Arme, ey. Diese Sonnenbrille. Досмотр обязателен для всех без исключения. Das Bild hat uns schon überprüft. Вы должны пройти досмотр. Scheiße. Oh oh. Товарищ, доставьте вашу сумку сюда для досмотра. Войдем в нет нам необходимости. Дайте нам пройти. Принимайте это близко к сердцу, товарищ. У меня приказ досматривать всех, без исключения. Эликов, wo bist du? Товарищ, ты нужен за Каеву. Я разберусь. Спасибо, товарищ. Опоставите, Эликов. По-моему, уезд здесь нет. Пойдем. О, Glück gehabt. Ай-яй-яй-яй-яй. Ja, wieso werden die Leute hier alle so komisch behandelt? Alles klar. Sakaev. Oh, ich will ihn töten. Конечно. Кто ваш командир? Я не расслышал. Собор. Hier ist mal eine Herausforderung. Какое совпадение? Я как раз на днём на прием. Обязательно передам ему привет от вас. Okay. Vor solchen Arschlöchern müssen wir uns hüten. Oh ja, den werde ich irgendwann den Arm wegballern. ich glaube, wie hieß der noch? Der Price, glaube ich, macht das ja. Auf mein Zeichen. Hä? Wen schießt er denn da noch? Ach, den ja. Okay, dann ist oben noch einer. Ich suche gerade noch Beweise. Thank you.
Irgendwo noch Beweise, irgendwelche Beweise. Das ist Adler. Brauche Deckung! Idiot! Oh! Granata! Dann eben so rein. Hier scheint nichts zu sein. Wir sind so abhören. Uiuiui. Evakuierung sicher. Ein Gaskanister in dem Schacht. Hier, von da kamen sie. Schnell, platzier das Gas. Ich hoffe doch. Il ragazzi. Ja, als wären das Italiener hier. Okay. Ich mach sie auf. Die Bunkerkarte wahrscheinlich, ne? Schnapp die wieder. Ich halte Wache. Uns bleibt nicht viel Zeit, bevor sie durchbrechen. Alles klar, ich bin schon dabei. Ja, kann ich alles lesen. Was? Oh. Das ist die Liste, Ben. Kopier sie auf eine Diskette. Okay, Anlage, was bin ich so PGS Nova 6? Dragovic. Aha, aha, aha. Auf Diskette zu kopieren. Kein Problem. Eieiei, wir sind echt gut. Sie sind fast durch die Tür durch. Bereit machen, sie kommen.
Ja, wo ist er denn? Sie regeln alles ab. Mir nach. Hier lang. Ja, ein bisschen auf Nahkampf hier. Ergebt euch, ihr habt keine Chance. Ja, doch. Wir müssen einen Weg aushängen. Oben sind sie schon. Eieiei. Ich bin ein bisschen überrumpelt, der Junge. So was, was ihr könnt, kann ich auch. Ah, verdammt. Ich habe auch gerade geschossen. Manu. Oh nö, wieder von vorne. Könnte es vielleicht. Sie haben Belikov. Zeit für Plan B, Bell. Aktiviere das Gas. Lasst die Waffen fallen und ergebt euch. Sonst stirbt er. Wenn wir loslegen, zieht Belikov eine Maske und halt es über Deckung. Alles klar, da bin ich auch mal gespannt. Aber nicht mit mir. Okay, dann rüsten wir uns mal auf. Auf. Oha. Fette Rüstung. In 5 Minuten im südwestlichen Hof und wir bringen Belikov mit. Die Rückbank ist ja groß. Sobald wir aus dem Aufzug raus sind, haltet immer auf dem Hof zu. Macht die Ladung bereit, Bell.
Los geht's, Bell. Autschen. Was ist das für ein Auto, Alter? Wir haben die Liste und sind auf dem Rückweg. Mach dich bereit. Eieieiei. Zwei Tage später. Zeit. Ich habe auf Ihren Anruf gewartet. Die haben in Moskau einen Mordschaos verursacht. War es das wert? Edler hat trotz allem die Liste mit den Namen der Schläferagenten beschafft. Der Typ hat echt Eier, das muss ich ihm lassen. Bell war gut. Sieht so aus. Aber ich finde, das Team wird zu selbstsicher. Sie tun so, als wüssten sie, mit wem sie es zu tun haben. Vielleicht. Einer dieser Schläferagenten hat Verbindungen zur Operation Greenlight. Theodore Hastings, ein Kerntechniker aus der Nähe von Salt Lake City. Und Sie glauben, dass er Hastings aktivieren wird? Genau. Vollständige Überwachung ist bereits veranlasst. Ist nur eine Frage der Zeit, bis er uns zu Perseus führt. Vielleicht. Okay, spannend. Na? Abgestürzt. Nein, Quatsch. Aber er braucht ganz schön lang zum Laden, muss ich sagen. Wir warten mal ab. Mal gucken, was kommt. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ding. Ah, da ist es. Das ist es. Theodore Hastings jüngste Aktivitäten führten uns hierher. Oh, diese Waffen. Kuba? Direkt vor unserer Haustür. Eine verlassene Regierungseinrichtung im ländlichen Kuba ist zur Zentrale für Perseus geworden. Dort liegt wohl auch die gestohlene Bombe. Castro hat sicher zugestimmt. 20 Mäuse für jeden, der ihn vor mir erwischt. Wen? Castro oder Perseus? Egal. Wir lassen nicht zu, dass er die Bombe in die Staaten bringt. Es ist Zeit, Perseus auszuschalten. Endgültig. Team, regelt, was noch zu regeln ist. Nach dem Start gibt es kein Zurück. Alles klar. Woods und Mason. Ah, die kenne ich noch aus Black Ops 1. Da spielt man, glaube ich, Mason und der Woods. Hat ja einen richtigen... Komm da drüben nicht auf dumme Gedanken. Ich kenne dir meine sicher wie scheiße Garantie, Hansen. Okay, wähle die nächste Mission an der Beweistafel aus. Das machen wir. Wir haben noch immer mehr Waffen hier, oder? Kann das sein? Sims und Lazar. Oh. Nicht übel. Was haben wir denn da? Genau nach meinen Spezifikationen. Halbe Sachen machen wir hin. Hey, ich mag den Präzisionsabzug. Nettes Detail.
Zwei ein Viertel von Gegenzug, wie du es magst. Wir gehen für den Main. Also retten. Ist das Malia oder? Natur. Oh, diese Musik, ne? Musik geht mir voll auf die Eier. Warte mal, ich muss noch die Musik ausmachen. Bisschen im Hintergrund ist das ja kein Problem, aber... Wie die denn, Herrn? Wo geht die hin? Ey, ey! Sag mal, einsperren. Eine riesige Militärbasis, vermutlich. Wie kommen wir da rein? Wir gehen blind rein. Also rechnet alle. Natürlich. Okay, dann quatschen wir mal mit, was haben wir? Woods. Aufgepasst, es ist Adlers Schützling. Bell. Kennst du Fidel Castro persönlich? Ist das jetzt dein Ernst? Das ist ein heikles Thema. Nein, nein, nein. Moment mal, lass mich das klarstellen. Da haben wir es. Ja, Castro und mich verbindet eine blutige Geschichte. Ich hatte Gelegenheit, ihn auszuschalten, aber die Aufklärung war Mist. Das sorgte für mächtig Ärger mit den hohen Tieren in DC. Sollte Perseus mit Castro unter einer Decke stecken? Und sollte Hudson eine meiner Kugeln in Fidels Kopf finden? Nun, dann nenne ich das Kollateralschaden. Okay. Ach, unter 5 Minuten hat er eine Schimpftirade erwartet. Okay, wart ihr auch bei der Jagd auf Perseus in Vietnam dabei? Nein, wir waren in Khe San hinter einem anderen Spion her. Richtig. Unser Team stand nach der Landung in Hue direkt neben Adlers. Damals hatte ich zum ersten Mal das Pech, Hudson zu treffen. In all den Jahren hat sich nichts geändert. Er hat immer noch die Ausstrahlung eines nassen Handtuchs. Hm. Ja, ihr seid Legenden. Es ist eine Ehre, mit euch beiden zu dienen. Ja, ihr wirkt trotz der Tragweite dieser... Hörst du das? Wir sind scheiß Legenden. Ja, wo immer wir auftauchen, wird's laut. Hör doch bloß auf mit dem Scheiß. Du warst nicht gerade beeindruckt in Fake Town USA. Oder redest du jetzt von Mason? So war ich hier stehe. Kennt seine Stimme auch irgendwo her. Woods Hudson scheint sich Sorgen um dich zu machen. Wirkt trotz der Tragweite dieser Mission so gelassen. Du hast dich mit Adler beim KGB eingeschlichen. Die Datenbank gehackt und bist heil wieder rausgekommen. Und ich gehe mit meinem Kumpel hier. Wenn ich Perseus wäre, würde ich mich in die Hügel verziehen. Und ich würde einen Mörserangriff auf den Hügel fordern. Fühlt sich an, als hätte diese Perseus-Mission vor einer Ewigkeit begonnen. Woods Hudson scheint sich Sorgen um dich zu machen. Willst du mir irgendwas sagen? Du klingst auch beunruhigt. Wenn du gerade nett sein willst, stellst du das nicht sehr geschickt an. Alles nur Spaß. Er sollte beunruhigt sein. Und warum? Fühlt sich an, als hätte Perseus vor einer diese Perseus-Mission vor einer Ewigkeit begonnen. Für Adler ist das der Höhepunkt einer 3 Jahrzehnte langen Verfolgungsjagd. Er wird es bei dieser Mission super genau nehmen. Du solltest konzentriert bleiben und lass die Nostalgie. Okay, ich bin konzentriert. Ich tue das für Sims und Adler. Für mich. Gut. Dann bist du bereit. Okay. Ja. Ja. Bis später, Bella. Bälle, 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 Bälle. Okay, das heißt, ich habe so oder so mit beiden gesprochen. Okay, Hudson. Mr. River. Augenblick. Mach's kurz, ich habe zu tun. Ja, die Infiltration der Lubjanka lief gut. Das stimmt. Unser Kontakt hat richtig gut geliefert. Was dich angeht, es wird allgemein erwartet, dass du alle Erwartungen übertriffst. Also aus der Tiefe meines Arsches, willkommen im Team. Ah ja, er ist so unsympathisch. Hast du Bedenken, Woods bei dieser Mission einzusetzen? Ich bin nicht der Typ, der seine Meinung über Teammitglieder mit Untergebenen diskutiert. Sonst noch was?
Kuba, wenn wir eine scharfe Atombombe. Was, wenn wir in eine scharfe Atombombe in Kuba finden? Plan A ist Agent Azulai. Wir haben Lazar nicht wegen seines Charismas ausgewählt. Entschärfung ist seine Spezialität. Falls er sie nicht entschärfen kann, schafft ihr die Atombombe trotzdem da weg. Ah, packt Ersatzhosen ein. Ah, okay. Müsste unser Einsatzteam nicht größer sein? Negativ. Selbst bei dieser Größe könnte Perseus uns wittern und versuchen, den Standort zu wechseln. In diesem Fall sind weniger mehr. Vor allem, wenn sie so gut sind. Wir befinden uns an der Schwelle eines Atomkriegs. Also sollten unsere Informationen besser stimmen. Sie sind so gut, wie sie nur sein können. Die Geheimdienste versuchen seit Jahren, den genauen Standort von Perseus ausfindig zu machen. Dieser Typ existiert zwischen den Zeilen der Geschichtsschreibung. Nichts würde mir ein größeres Lächeln ins Gesicht zaubern, als dass du ihn persönlich erledigst. Okay. Der Projektor steht in der Ecke, falls du dir die Einzelheiten nochmal ansehen willst. Alles klar. Total menschlich. Eine riesige Militärbasis, vermutlich. Okay, die wiederholen anscheinend nur das, was sie die ganze Zeit schon sagen. Okay.